Also, die Boxschule ist natürlich schlimmer als die anderen. Ne? Wollen Sie mal genau sehen? Schauen Sie. Wenn man zwei Ringe hat, dann muss man die so ein bisschen reiben. Durch Reibung entsteht. Berner. Ja, haben Sie schon beim Jauch gemeldet? Machen Sie das, gell? Berner. Dann muss man natürlich pusten, damit sie sich anfängt. Martin, pusten Sie mal. Klappt. Und genauso gehen die Ringe auseinander. Man greift hier rein. 1, 2, 3. Ja, da pusten. Schon sind sie auseinander. Ui, geht schnell. Ja. Man kann den Ring auch reinschlagen, sieht dann so aus, gell? Lass ich aber meistens weg, weil es nicht sehr elegant ist. Ne? Hängt wieder zusammen, gell? Ja, dann nehmen Sie mal einen Ring noch dazu. Danke, oh, die kam es auch schon. Martin, wie sieht es bei Ihnen aus? Unverändert, ich sag's Ihnen nochmal. Also, wir haben hier drei Ringe, da habe ich einen Ring. Wenn wir diese drei Ringe. Ruhe von Chibo, einmal pusten, dann geht die überhaupt wieder. Gleich nochmal pusten und schon haben wir vier Stück. Jeder Buchhalter kennt sofort, das ist eine Bilanzkette. Und aus der Bilanzkette machen wir jetzt ein Kleeblatt, möge es Ihnen allen Glück bringen. Aus dem Kleeblatt den silbernen Steigbügel von Armin Schockemühle. Heute reitet er nicht mehr, heute fährt er ein Audi. Wir fahren nicht Audi, wir fahren Fahrstuhl. Achtung, Martin, wir sind im dritten Stock, drücken auf den Knopf. Zweiter Stock, erster Stock, Martin, unten steigen wir aus, ne? Yes! Martin, brauchen Sie sich die drei Ringe auf einen zu machen? Sagen Sie ja. Ja. Der Herr ist bei Ihnen. Martin, halten Sie fest. Pusten. Loslassen. Applaus für Martin. Ja! Den letzten Jana schieben wir ganz hoch auf den Arm. Den lassen wir in Zeitlupe runterrutschen. 1, 2, 3. Und Sie sehen, es ist alles wieder zum Kreis geworden. Und ich würde sagen, es hat nur so gut geklappt, weil ich zwei tolle Assistenten hatte. Jana und Martin. Ja. Ich kann Sie ja jetzt nach dieser Leistung nicht einfach so zurückschicken an Platz. Ne? Kleines Geschenk. Kleines Geschenk. Steht der Mercedes noch vor der Tür? Lassen wir stehen. Okay. Nein, pass auf, wir machen noch ein kleines Spiel. Wir machen noch ein Quiz. Wir testen Ihr Wissen. Ja, die Männer geben dann immer einen Kommentar. Frauen machen dann, oh je, oder es wird schwierig oder so. Ne? Ja, egal. So, wir tauschen gerade mal die Plätze. So, damit beweisen wir unsere Vielfältigkeit. Da kommt schon die Dame mit dem Ziehungsgerät. Das ist das Ziehungsgerät. Ich war gestern noch in der Kirche, war ein Schild dran. Ergreifen Sie die Gelegenheit. Ich hab's getan. So, es ist nichts drin. Das Ziehungsgerät ist leer. Hier haben wir die Fragen. Martin, wenn Sie die Fragen hier reinwerfen würden, tun. Sehr schön. Ja, gut, das geben wir wieder dem Chef. So, wir machen es ganz einfach, Jana. Jeder kriegt drei Fragen, weil die meisten richtig beantwortet hat gewonnen. Ne? Ladies first. Ich muss dazu sagen, Jana, es gibt leichte Fragen, schwere Fragen, mittelschwere und so weiter. Ne? Okay, gut. Jana, greifen Sie rein ins volle Leben, nehmen eine Frage raus, öffnen den Zettel. Ich helfe beim Vorlesen. So, welche Jahreszeit besingt das Lied »Ist so kalt der Winter«? Ja, ist so kalt der Winter, unterstrichen. Winter, Winter! Winter! Ein Vorschlag, Jana! War die Aufregung. So, Martin, ja, weil wir rein ins volle Leben nehmen, eine Frage raus. Jana, steht 1-0, schon gut. Wo war die Weltausstellung 1962? Die Zeit ist um. Ein Punkt für Martin, tut uns das leid? Ja, das sieht gut aus, ja, das sieht gut aus. Zweite Frage. Rein ins volle Leben, nehmen eine Frage raus. So. Ich hatte Angst.
Ich habe aber Angst. Wie viele Tassen hat ein Kaffeeservice für 6 Personen? Ja, 6! Wie heißt die slawische Kniegeige mit nur einer Seite? Kein Punkt für Martin, nur so ist das Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Martin, bei der letzten Frage gebe ich 6 Punkte. Sie können auch gewinnen. Jana, sieht gut aus. Wo wird der Schweizer Käse gemacht? In der Schweiz! Jawohl! Punkt für Jana! Hey! Martin, jetzt muss was kommen. Soll ich alles was kommen? Wie hoch ist der Kilimanjaro? Genaue Meterzahl. Leider kein Punkt. Tut uns das leid. Also wir stellen fest, Jana hat haushoch gewonnen. Aber Sie kriegen eine Trostfrage. Wenn Sie die Trostfrage wissen, ist Ihre Ehre wieder vollkommen hergestellt. Okay? Also, James Cook, der Seefahrer, ne, hat 3 Fahrten nach Amerika unternommen. 3 Fahrten. Auf einer dieser 3 Fahrten kam er ums Leben. Kleiner Tipp, es war nicht die erste. Willkommen zur Preisverteilung. Zuerst für unsere Jana eine Flasche PSS Hausmarke. Dann für unseren Martin einen Kümmerling. Aber wir wollen es nicht übertreiben.